बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जी. Das ist Haus 2. Dann seht ihr den Baustil, das ist ganz anderes, ne? Mhm. Der Baustil ist so typisch DDR. Kennt ihr ja, DDR? Ja, ich kenne. Genau. Und da drin sind auch Seminarräume, Vorlesungen. Aber leider, ich habe geguckt, alle Prüfungen, alles belegt. Ich kann euch leider keinen. Aber ich habe das letzte Gebäude wird, das sehen wir Vorlesungen. Hier ist der Erinnerungsweg, wenn ihr seht, seht ihr den Namen. Und man kann hier, wenn man studiert, und fertig studiert hat, also man ist absolut drin, kann man sich einen Stein lesen lassen, so einen Stein kaufen, 50 Euro. 50 Euro und dann kann man seinen Namen und seine Jahrestag und dann kann man das reinsetzen. Viele, wenn ihr seht, die alten Leute hier mit. Oh ja. 99, das war Familie. Das ist, wir haben angefangen und dann ist es ganz, 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 ja, ganz, 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 Hochschule ganz, 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 Technik, Maschinenbau, aber jetzt gibt es auch Forensik, Computer Science, Mädchen, wir haben ganz viele Mädchen. Das ist der Gerhard Neumann Bau. Genau, wir können noch mal hochlaufen, wenn ihr wollt. Und da ist der größte Hörsaal drin, aber da ist leider Prüfungen. Ah. Wie ihr seht, hier oben sind Büros und auch Seminarräume und Forschungs- Praxismodule macht, weil die Hochschule, der Unterschied Hochschule, Universität ist sehr praxisorientiert. Mhm. In der Uni ist viel zu sehen und hier macht man viele Projekte. Genau. Das ist für Cybercrime. Genau. Cybercrime und... Ich wollte das studieren. Ja genau, die sind alle da. Cybercrime und Bio, Forensik und Bio. Technology. Genau. Also ich finde das so cool, dass man hier Forensik. Internationale Studierende verein und dann organisieren die Events und machen International Nights, International Music and Dance. Genau, und das ist dann immer hier. Aber in der Prüfungszeit müssen alle lernen, lernen, lernen. Keine Zeit zum Party. Also der Stura. Stura ist Studierendenrat. Das sind die, die kümmern sich um die Studierenden. Also die machen Orientation Week, also Einführungswochen, Exkursion. Die waren vor 4 Jahren waren die in Thailand. Letztes Jahr waren sie in Prag. Die machen ganz viel. Und der Gordon, der ist der Geschäftsführer, der organisiert immer ganz, ganz viel. Also unser Studierendenrat ist ganz aktiv. Und dort kann man auch, wenn man einen Rechtsanwalt braucht oder finanzielle Hilfe braucht, die helfen dann auch. Also die sind echt super strukturiert und super organisiert. Was noch interessant ist, was hier, werden Sie doch merken, nicht die Milch, nicht die Milch. Dann, das hier, kommen wir kriegen mal rein. Galgenberg. Galgenberg bedeutet früher, früher wurden hier Menschen gehangen. Okay. Ja. Mysteriös, ne? Warum stehen hier... Also ich glaube, entweder Studenten machen hier irgendwelche lustigen Sachen oder die liegen da. Also das sieht man immer. Gegen Abend kommen hier immer so komische Leute. Das ist nicht für Wiesmann. Nicht essen.
schaffen die Zeit ablösen und nur die aktuellen Rezeptproblemen. Ich 11 plus 4, 15. 15, Viertel nach. Wir nehmen das zu. Das ist echt schlau. Der Berg ist? Ja. Berg ist quasi die Mitte vom Studium. Also wenn man, normalerweise geht es 6 Semester ein Bachelorstudiengang. Und wenn man 3 Semester hinter sich hat, dann machen die so, setzen die Hüte auf und trinken Bier und fahren durch die Stadt und yeah. Genau, und das heißt Berg. Mitarbeiter, ein Mann, der ist fanatisch, Weltraumfanatik. Der hat das erstanden und hat das der Hochschule geschenkt. Genau. Und da unten sogar noch malerischen Fußabdruck dazu. Das ist der Fuß. Das ist Wolf. Schön. Inflation, aber es ist trotzdem noch billig. Ja. Also relativ für Studierende. Ja. Studierende bezahlen das bezahlen Bedienstete. Gäste ist relativ teuer. Mhm. 39 Millionen. 39 Millionen. Wie ihr sehen könnt, die Architektur ist auch sehr modern. Ja. Von den Fenstern. Genau. Oh, schnell. Ja, warte, wir machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt oder Lust bekommen, in Mittweida zur Hochschule zu gehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich wünsche euch ganz tolle Ferien. Dankeschön. Okay. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Er hat gesagt, Panipuri ist zu viel. Panipuri? Ja. Was ist das? Das ist eine gerüftet Brot. Okay. Frittiert. Frittiert. Und man füllt das mit Wasser. Und Kartoffeln. Aber kein Wasser. Nicht Wasser, das ist scharf und das ist Geschmack. Ah. Süß mit Peanut. Erdnüsse. Das ist so. Zwiebeln. Ich hab Hunger jetzt. Ja, wir besorgen dir gleich was zu essen.